Fahne unseres Tors, die Torfahne, getragen von unserem Torfähnrich, Clemens Grund. Unsere schönste Stadtsoldatin im Hand, unser Chordoktor Wolfgang Kreuzer. Der vierte Dampfer, Jena Schmidt und Steffen Kauter. Die Infanterie mit der Infanteriefahne, unser Bimo. Dahinter der Infanterieführer. So dass all die Seesteuer in der Mitte sind. Stadtsoldaten dann Marsch! Halleluja! Die Bonner Stadtsoldaten sammeln seit ihrem Bestehen für die Bedürftigen in der Vaterstadt Bonn. Wir unterstützen ganzjährig 4 Seniorenheime und 2 Kinderheime. Und immer wenn die Bonner Stadtsoldaten mit einer Sammelgose durch die Straße oder durch die Säle ziehen, ist das für diesen Zweck. Und das passiert jetzt hier auch. Haben Sie ein offenes Herz, aber auch ein offenes Portemonnaie, damit wir weiter diesen sozialen Zweck verfolgen können. Vielen Dank! Stadtsoldat Lothepas, Madens jetzt Platz für den Marieschedanz. Marieche, zeig dich. Und ruf den Jungen.
Marina Schmitz und Steffen Förster. Ja, liebe Gäste, ich darf Ihnen noch weitere nette junge Damen vorstellen. Unser zweites gleichberechtigtes Tanzpaar Nina Engbox und Christoph Mühlenberg. Dann haben wir noch zwei nette junge Damen dabei. Einmal die Schwadronstochter der Kavallerie Nina Koprasch. Und seit letzter Woche die Barbara in Lauerstellung, unsere Sina Sichi. Ja, liebe Gäste, wir sind jetzt hier, um für uns zu erzählen, wir wollen euch noch hier zeigen. Bis hierhin haben Sie alle den Auftritt des Bonner Stadtsoldatenchors gekannt. Wir gehen neue Wege und versuchen, Tradition mit Moderne zu verbinden. Wir haben eine neue Truppe dabei, unsere Tanzkadetten. Lassen Sie sich überraschen. Tanzkadette Opienpass, stell dich um zum Traditionstanz. Und hier haben wir jetzt eine Truppe gegründet, wo wir die Mädels auffangen können. Und eine davon ist hier heute auch in Doppelfunktion. In kleinen, jungen Jahren angefangen im Kadettenchor, heute bei den Tanzkadetten. Aber in Doppelfunktion heißt, ist auch gleichzeitig die Marketenderin der Infanterie, unsere Win Christmann.
Ja, liebe Gäste, ich hoffe, Ihnen hat der erste Tanz gefallen. Und Sie werden lachen. Die Mädels hätten noch einen drauf, wenn sie von Ihnen einen super Applaus kriegen. Tanz kann der Dorf gepasst. Stellt euch um zum Sessionstanz. Sessionstanz. Marsch. Yeah.
zeigt uns, dass wir die richtige Entscheidung getroffen haben mit dieser jungen, starken Truppe. Und jetzt kommt der Werbeblock. Jeder Verein sucht natürlich immer wieder Verjüngung und neue Mitglieder. So ist das auch bei den Bonner Stadtsoldaten. Wer Interesse hat bei dieser spaßigen Truppe und wer eben mal so ein bisschen hier zu unserer Musik geschaut hat, das ist gelebte Kameradschaft, wie auch die Jungs da mitgehen beim Tanz. Einfach nur klasse. Und das zeichnet uns aus. Spaß an der Freude im Bonner Stadtsoldatenchor. Wenn ihr dabei sein wollt, bei den Mädels, bei unseren uniformierten Jungs, meldet euch vertrauensvoll an einen von uns, ohne vorne an der Linke. Neben dir, das Chor. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich glaube, das war ein fantastischer Auftritt. Und wie loben wir diese Auftritte im Karneval? Natürlich mit dem Ausrufen von unserem Alarm. Und das machen wir jetzt einmal zusammen. Drei Monette von der Stadtsoldaten und die Tanzkadetten.